Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. So, die Dinger kommen jetzt einmal daran und einmal daran. Du kommst einmal daran, einmal daran. Du kommst einmal daran. Halt! Doch, ist richtig. Und einmal da rein. So, dort kommen dann jetzt die Blöcke ran. Ungefähr so. Genau, damit wären die Türen jetzt fertig. Jetzt muss ich das mäßige Signal da hinten nur irgendwie rausführen und dann hier eine Schaltung machen, die ich mit dem Taster bedienen kann. Dann ist alles paletti. Ich könnte natürlich auch gucken, ob ich hier irgendwie eine Taste daran machen kann. Das macht das Ganze dann aber wieder komplizierter. Von daher weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich meine, ich könnte auch die Anlage einfach so bauen, dass die Türen einfach offen sind, solange wie ich da bin. Und man dann das nicht mit dem Schalter aktivieren muss. Aber dann hätte man wieder immer die andauernd diese Geräusche, wenn ich hier hingehe. Ne, dass wenn ich in die Nähe komme, die Dinger wieder aufgehen, wenn ich wieder weggehe, die Dinger wieder zu und gehen. Also einen zentralen Schalter brauche ich halt mindestens so. Muss man halt nur gucken, wo man den hinbaut. Gut, die Glastür gerade auch weg. Ich muss jetzt mal ein bisschen Stuff loswerden. Batterien sind mittlerweile komplett leer. Wohl immer noch Nacht. Ja, die Nacht ist ein bisschen sehr lang. So, die ganzen Glassachen brauche ich nämlich alle gar nicht mehr. Das heißt, du kannst weg, du kannst weg. So. Ich muss mein Inventar ein bisschen aufräumen. Du kommst weg, genauso wie. Wieso habe ich den Hammer, aber nicht die Frame? Ach, Quatsch, das Ding. Obwohl, aber trotzdem fehlt die Frame. Wir hatten doch so eine komische Frame, wo das Ding immer drinne hing. Das Ding um in die Holzkiste gepackt. Nein, jetzt wissen sie es gerade nicht. Wo ist denn die Frame hin? Ist auch egal. So, was kann ich noch wegpacken? Egal. Ist doch genug Platz. Alter, ich renne, wie sieht es aus wie ein Schlachtfeld? So. Schalter. Das Problem ist, ich kann hier auch keine doppelte Wand machen, damit ich die Schalterelektronik ein bisschen verstecken kann. Wobei doch kann ich, klar. Was ich brauche, sind diese Mese-Repeater und so. Die habe ich ja auch in meinem komischen Haus da verbaut. Wie sind die Dinger? WLAN? Nein. Wie sind die Dinger denn? Wi-Fi? Nein. Wie sind die Dinger? Remote. Transmitter. Verona Feldbusch. Wireless mal. Die brauche ich. So, da kann ich nämlich. Gut, ich meine, ich kann ja diesen Schalter auch eigentlich hier drinnen bauen, ne? Habe ich ein bisschen mehr Flexibilität. Zum Beispiel kann ich dann hier unten die Schalter hier so hinbauen. Ungefähr so, ach du Scheiße. Nee, kann ich nicht. Okay. Wobei doch, klar, kann ich. Klar. Wenn ich das Ding so mache und hier einen hin mache.
Aber bei dir müssen ja weg, ne? Das heißt, ultimativ. Müsste ich hier später Zeug hin. So, das heißt, bis hier kann ich bauen. Das wiederum bedeutet, ich kann hier so machen. Dann kann ich hier so machen. Ja, das wird miteinander verbunden. Und hier müsste ich jetzt einen Schalter machen können, oder? Wobei, nee, ein Schalter deckt das Ding ja nicht komplett ab. Haben wir noch einen Schalter? Ja. Aber eben, ein Schalter deckt das Ding A nicht komplett ab. Und B muss der Schalter, also geht das Kabel beim Schalter ja nach hinten weg. Ich kann jetzt nicht einfach so hier machen. Ich meine, okay, doch. Aktiv wird die Technik. Hä, wieso geht nur immer nur der obere? Ach ja, die verbinden nur von ganz. Oh, ist das behindert. Oh, ist das dumm. Gut, dann muss ich das Ding also mehrteilig machen. Ist aber technisch eigentlich auch kein Problem. Ich muss das Ding halt nur anders bauen. Und zwar muss ich das so und dann hier so mal machen. Tada. Ah, ist das blöd, Alter. Ah, gut, okay. So, dann haben wir hier nochmal das gleiche. Ist das kacke. So. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt hier, dass man hier durchgucken kann, ne? Das heißt, man sieht, dass da was fehlt. Oh, ist das ein Mist. Warte mal kurz. So. Ganz dumme Frage. So geht das bestimmt nicht, ne? Ne. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Vor allem ist das Ding auch so viel zu weit auf dem Boden, weil hier kommt doch noch eine Ebene rein. Das heißt, da müssen wir auf dem Boden, ne? Hier ist ja später. Ne? So ist ja hier später denn der Boden. Und da wäre der Schalter wirklich direkt unten auf dem Boden. Ist ja auch kacke. Sollte schon auf Kopfhöhe sein. Und damit klappt es dann eh nicht mehr. Gut, das ist natürlich ein bisschen blöd. Achso, dass das hier natürlich nicht verbunden wird, ist klar. Wie gesagt, hier muss dann irgendwo noch ein Endgatter rein und das muss dann hier noch verbunden werden, ist klar. Dass es hier direkt verbunden war, weil es erstmal nur zum Testen, ne? Nicht, dass da jetzt Verwirrung auftritt. Ja. Wie machen wir das mit dem Schalter? Dass die Schalter aber immer so ein leidiges Problem sind. Dass es dort keine anderen Sachen gibt, die ein bisschen flexibler sind. Gut, dann müssen wir doch mit diesen Wireless-Dingern arbeiten, den Dingern hier. Die Frage ist, wo können wir den optisch verstecken? Oder ich mach sie doch unten auf der Ebene. Beziehungsweise. Ja, doch, müssen wir. Wir können maximal auf der Ebene hier arbeiten. Höher können wir nicht. Dann muss der Schalter doch auf dem Boden sein. Oder wir machen hier hinten auch noch eine Verkleidung drüber.
Ja, machen wir wahrscheinlich dann doch mit der Verkleidung oder so. So, das heißt, wir brauchen A, noch mehr Verkleidung, aber da hat wir eine Menge, ne? Genau, da haben wir noch ein paar über. So, haben wir WLAN-Adapter. Nee, aber keine. Also müssen wir welche bauen. Okay. Danke. Zwei reichen aus. Danke. Das heißt, dann kommt hier einer hin. An dem kommt dann direkt der Schalter. Wo ist der Schalter hin? Hallo? Der Schalter? Ah, hat er meine Anlage schon wieder verschlungen oder was? Nö. Aber wo ist denn mein Schalter? Hä? I don't get it. Wo ist denn der hin? Ich bin verwirrt. So, das hier kommt ja erstmal alles weg. Denn das hier kommt dann eher hier so hin. Channel ist Channel 5. Ja, keine Ahnung. Storage. Wi-Fi 1. I don't know. Und hier Storage. Wi-Fi 1. So. Sind die beiden schon mal miteinander verbunden? Und ich muss jetzt herausfinden, wie dieser Dreckschalter ist. Sag mal. Nee, passt, brauchen wir nicht. Warum habe ich diesen Schalter angepackt? Bin ich jetzt blöd oder dumm oder beides? Aber das Problem ist, ich will jetzt auch keinen neuen bauen, weil ich weiß genau, sobald ich jetzt anfange, neuen zu bauen, fühlt er sich wieder an. Der musste. Ich guck noch mal unten nach. Ist der hier irgendwie reingefallen? Nö. Liegt der hier irgendwo? Nö. Aber aufgesaugt wurde er doch auch nicht, oder? Und wenn ja, dann müsste er hier eigentlich auch rausgefiltert worden sein. Da müsste er in einem von den Kisten hier liegen, aber wieder hier sehe ich einen. Und hier ist auch keiner drin. Oh, guck mal. Lol. Jetzt mal. Okay, komm, ich baue noch einen. Das ist doch Kacke. Wie gesagt, spätestens sobald ich den nochmal einen neuen baue, findet er sich sowieso wieder an. Von daher. Brauchen wir natürlich wieder Cleanstone. Achso, Cleanstone haben wir ja. Was fehlt denn? Mesa haben, das haben, achso, ein Stock. Als ob wir nur so diesen Leveler haben. Ach, leck mich doch. Oh, haben wir gleich zwei. Kann auch einer verschwinden. I don't know. So, der kommt das nach da. Voilà. Hopp. Schon ist er da unten aktiv, siehst du? Jetzt ist er gelb. Jetzt ist er schwarz. Das heißt, das funktioniert schon mal. So, in der Theorie brauchen wir jetzt eigentlich bloß hier einen Endcutter reinklatschen. Haben wir natürlich keinen. Halt hier. Das ist not eine Diode. Hier ist ein End, nee, ist ein Ohrcutter. Aber kein Endcutter. Scheiße, aber auch. Was sind da? Nein.
da. Silizium. Wo kriegen wir jetzt Silizium her? Schmiedeeisen, Sand. Schmiedeeisen. Ah, ich mach mal bloß ein paar. So. So, Legierungsofen. Bap, bap. Hä? Silizium. Ach, fertigen. Hä? Da war gar nichts mit Legierungsofen. So. Endgatter. Let's go. Dankeschön. So, du kommst nach da und der Ausgang kommt jetzt wieder nach da. So. Und jetzt. Aha. Aha. Jawohl. Sehr geil. Ja, perfekt. Gut. Jetzt müssen wir nur noch wieder alles verkleiden. Sehr schön. So, das heißt, hier kommt erstmal ganz normal der überall. Oh. Eigentlich kann ich die ganzen Steine wegnehmen. Warum sind hier unten diese Steine? Ach ja, weil man die ja früher gesehen hat. Da war dieser Glasbrunnen drin. Oh. Ich muss aufhören, mal alles wirklich abzubauen. Das ist ja gar nicht nett. Ah, egal. So, zuallererst mal hier wieder zu. Danke. So. Jetzt kommt hier drauf eine wunderschöne. Ah ne, hier muss eine Treppe rein dann später. Oh. Ich sehe gerade. Danke. So. Wie breit muss das? 3 in die Richtung und hier kommt denn die Tür. Das heißt 4 in die Richtung. So, müsste es hier also auch 4 sein. 1, 2, 3, 4. Überall diese Löcher im Boden, wo kommen die her? So, und hier geht das Ganze auch bis. So müsste doch eigentlich richtig sein. Ja, genau. So. Da kommen jetzt die ganzen dünnen Platten und die Platten. Geht das so? Ja, es geht. Gut, hier müssen echte Steine hin. Das würde man sehen. Habe ich. Ach, Replacement Tool. Ich brauche mein Replacement Tool. Haben wir schon lange nicht mehr benutzt, ne? Das Replacement Tool. So, danke. Also halt. So. Einmal kopieren. Halt, du hast falsch. So. Hier müssen echte Steine rein. Genauso wie da ein echter rein muss. So. Achso, aber drüber müssen die trotzdem. So, genau. Sonst sieht das Bild nicht gleichmäßig aus. So, so, so. So. So, so. Da, da. So, und hier müssen wieder echte Steine rein. Ja, ich habe gerade einfach verschwendet, ist aber egal.
Ich glaube, die Platten reichen gar nicht. Ich brauche noch mehr Platten. Warum? Warum ist das Ding so scheiße gedreht? Achso. Ich kann von da oben kopieren. So. Kopieren. Einfügen. Die Frage ist, warum reichen die Platten nicht mehr? Rein theoretisch bist du jetzt genauso viele Platten brauchen wie davor auch. Oder habe ich gerade den Gedankendenkfehler? Aha. Schon davon wieder Raum wieder gestaltern. Warum ist jetzt hier 5 frei? Hier sind nur 4. Leute, ich sag's ja, der Raum ist komplett falsch. Hier fehlt noch eine Reihe, aber das heißt, der ganze Raum ist allzu weit nach hinten gerutscht. Aber warum? Warum habe ich das damals so gebaut? Weil hier sind es 5 Blöcke. Aber hier sind es nur 4 Blöcke. Egal, lass ich jetzt so. Vielleicht müssen wir den Raum irgendwann mal. Ich meine, der ist ja komplett leer. Wir können also den Raum komplett eins nach vorne verschieben, indem wir einfach alles abbauen und mal eins weiter dort aufbauen. Boah, Alter. Warum ist der Raum etwa da hinten? Hat das irgendeinen technischen Grund oder war es einfach nur Dummheit von mir? Und das ist jetzt wirklich oberaffenhässlich. Ja, ne, ich glaube, ich baue den Raum noch mal ab. Das ist so richtig kacke. Oh mein Gott. Ich versetze aber nur erstmal die Tür. Den Raum selber machen wir nicht später. Weil das kannst du so keinem anbieten. So, das funktioniert ja nicht. Ach, scheiße. Und ich komme auch nicht mehr hoch. Warum ging das Wasser nicht runter? Ach, weil hier so ein Plate davor war. Deswegen. Ha, cool. Oh Gott, wir sind schon wieder voll. Wie können wir so häufig voll sein? Leute. Whatever. So. So, das heißt, das Ding musste weg. Ah ne, der hätte da bleiben können. So. Ne. Ach man, da. Ja, ist natürlich immer noch falsch. Dann die einmal da und einmal daran. So.
So, kommt es noch da, noch da. Ja, wie gesagt, den inneren Raum, den verschieben wir dann später. Das lasse ich erstmal so, wie es ist. Ein bisschen Erde haben wir. Mache ich da, da und da immer Erde hin. Beziehungsweise hier und da auch. So. Denn da sieht man auch immer gleich, dass der Raum noch verschoben werden muss. So, da kommt jetzt du und du dagegen. Genau, so und jetzt hier wieder die Dinger vor. Ne. Shift-Click geht ja nicht. Dann versucht er die zu kopieren. Ja gut, ja, weißt du, jetzt ein Problem. Oh, ich habe sowieso ein Problem. Ich habe mich jetzt gerade drin gefangen. Wir müssten jetzt von... Ich habe schon... Okay, voll Pause. End of Finito. Ich muss erst noch was essen. Also, in-game. Von daher, bis zur nächsten Folge.